Genau, also ich will eigentlich tatsächlich nur einen ganz kurzen Aufriss machen, weil man könnte sehr tief in dieses Thema einsteigen, wie funktioniert OpenRefine, was ist das und wofür kann man das Hands-on wirklich im Repository-Alltag benutzen. Das schaffen wir aber in 15 Minuten Vortragszeit eigentlich gar nicht. Und mir geht es eigentlich nur darum, eine Idee zu vermitteln, was das für ein Tool ist und wofür man es nutzen könnte, um ja einfach der Realität gerecht zu werden, dass wir zwar alle perfekte Metadaten anstreben, aber das im Alltag einfach nicht so aussieht. Ja, wir müssen immer mal wieder Ergänzungen vornehmen, unsere Daten irgendwie vielleicht auch auswerten, einfach anschauen, was ist da und wo müssen wir noch Korrekturen womöglich vornehmen. Das heißt, eigentlich ist tatsächlich nach der Veröffentlichung vor der Datenpflege, würde ich sagen. Und die Frage ist eher, was haben wir für Routinen? Also haben wir welche? Und wenn ja, wie sehen die aus und wie machen wir das, um unsere Daten zu kuratieren? Mit Repository-Daten arbeiten, das kann tatsächlich ganz verschiedene Dinge meinen. Das kann sowas meinen, wie Statistiken zu erstellen oder eben eine Qualitätskontrolle vorzunehmen, erstmal nur zu prüfen, was haben wir, oder dann auch tatsächlich Daten am Block zu transformieren, um sie idealerweise dann auch am Block wieder ins System einzuspielen und nicht manuell irgendwelche Sachen bearbeiten zu müssen. Mit Repo-Daten arbeiten kann auch bedeuten, Schnittstellen anderer Services zu arbeiten. Ein Dienst, der für uns alle als Open Access Repository Community wichtig ist, ist sicherlich Unpaywall, also dieser Open Access Discovery Dienst, der hoffentlich dafür sorgt, dass die Zweitveröffentlichungen, die bei uns im Repo stattfinden, auch den Verlagsveröffentlichungen zugeordnet werden, zu denen sie erfolgt sind. DSpace hat ja einen gewissen Werkzeugkasten. Man kann über die UI Metadaten importieren mit CSV-Import. Inzwischen gibt es auch so Live-Lookup-Funktionen über das Submission-Formular. Man kann Metadaten exportieren über die UI, wenn man die entsprechenden Rechte hat. Also man kann zum Beispiel pro Collection alle Metadaten als CSV exportieren oder für quasi beliebige Suchergebnisse, die Daten, die als Treffer zurückkommen, auch als CSV exportieren. Und es gibt auch eine interne REST-Schnittstelle, das können die TechnikerInnen sehr viel besser erklären, wie das funktioniert. Ich weiß nur, als Redakteurin kann ich mir diese interne REST-Schnittstelle auch zunutze machen, um zum Beispiel feldspezifische Suchen durchzuführen. Das ist dann die sogenannte Discovery Search über die REST-API. Dann, bevor wir jetzt zu OpenRefine kommen, noch einen ganz kurzen Exkurs. Das CSV-Format von DSpace, das muss man einfach im Hinterkopf haben, wie das aussehen sollte. Da gibt's, ne, CSV ist ja erstmal nur irgendwie Character Separated und man kann das mit Tabs machen, man kann das mit Semikolon machen, was auch immer. Für DSpace wichtig, es gibt ein Komma, es gibt zwei Pipes, also zwei senkrechte Striche, um Wiederholungen innerhalb eines Feldes voneinander abzutrennen. Sowas wie mehrere Autoren in einem Feld macht man mit zwei Pipes. Und um Zeichenketten innerhalb eines Feldes zu schützen, benutzt man Anführungszeichen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, es gibt pro Metadatenfeld und Sprache jeweils eine Spalte in dieser CSV-Datei. Das heißt, im Zweifel, wenn man deutsche und englische Keywords hat, dann gibt es zwei Spalten, die man sich angucken muss. Das nur als kurzer Exkurs und jetzt gucken wir uns an, was ist OpenRefine eigentlich? Ich gehe davon aus, dass irgendwie alle hier im Raum wahrscheinlich schon mal davon gehört haben. Die einen haben eine gute Vorstellung, die anderen vielleicht weniger Vorstellung, was ist das? Sie selbst sagen, sind ein powerful free open source tool for working with messy data. Ich denke, man kann auch ganz gut dieses messy streichen. Man kann einfach mit Daten arbeiten. Man kann sie sich irgendwie erschließen, sich anders darstellen lassen und sie dann aber eben auch transformieren und aggregieren. OpenRefine selbst installiert man lokal. Man braucht dafür eine Java-Umgebung, bedient es dann aber über einen Browser regulär. Also es gibt auch so Kommandozeilentools, aber ich glaube, die meisten
können diesen, wählen diesen Zugang über den Browser und werden verschiedene Browser unterstützt. Das sieht, wenn man das erste Mal so ein Projekt öffnet, sieht es irgendwie aus wie eine Tabelle, ne, wie so eine Standard-Excel-Tabelle, nur in blau, nicht in grün. Ist es aber nicht. Es ist irgendwie ähnlich, aber irgendwie auch nicht. Man kann Daten in ganz verschiedenen Formaten importieren. CSV, TXT, XLSX, das ist alles Standard, keine Frage. Was aber cool ist tatsächlich, man kann auch JSON-Daten reinwerfen und das wird gleich vom System durchgepasst und man muss eben nicht selber skripten, um alle Felder rauszuziehen, sondern das bringt OpenRefine als Unterstützung mit, genauso wie XML-Parsing. Man kann auch SQL-Datenbanken reinladen und vieles andere mehr. Und alles, was reingeht, geht auch irgendwie raus. Ne? Man kann in verschiedenen Formaten exportieren. Was ich auch cool finde, es gibt so ein Templating-Tool. Also man kann sich auch selbst Templates erstellen, wie, um seine Daten auf bestimmte Weise zu exportieren. Man kann eine CSV exportieren oder man kann eben auch wiederum JSON oder XML erstellen, was auch immer man braucht. Also eigentlich ist es so wie so eine Art Swiss Army Knife tatsächlich für importieren, irgendwie angucken und bearbeiten und wieder exportieren. Genau, das nur einmal beispielhaft ein Screenshot, was ihr gerade seht, ist eine Publikationsliste, die ich bei uns im Repository exportiert habe, als CSV-Datei in OpenRefine reingeworfen und einfach nur erstmal, das wird erstmal dargestellt, eben in so einer Spaltenansicht. Und auf der linken Seite sind sogenannte Textfacetten zu sehen. Das heißt, man kann pro Spalte sich eine Textfacette darstellen, die zeigt dann aggregiert alle Inhalte einer Spalte und die verschiedenen Werte, wenn man als Textfacette das angezeigt bekommt. Ich hoffe, man sieht es. Ungünstig wahrscheinlich ganz hinten, aber dann sieht man, es gibt irgendwie 25 Einträge für MDPI, für diese Schreibweise, dann gibt es 2 noch für MDPI-AG und dann gibt es noch irgendwas mit doppelten Leerzeichen oder was weiß ich. Aber einfach nur, so werden die Daten für Menschen einfacher zugänglich und man kann vielleicht tatsächlich auf den ersten Blick sehen, aha, da ist ein Leerzeichen zu viel oder hier muss eine Schreibweise angeglichen werden. Oder was sind die häufigsten Vorkommen von etwas Bestimmtem? Also wie zum Beispiel Verlagsnamen oder Autorennamen. OpenRefine hat eben bestimmte Grundfunktionen, so Bordmittel, die wirklich über die Benutzungsoberfläche ganz einfach zu bedienen sind, sowas wie schneide mal vorne und hinten alle überflüssigen Leerzeichen ab. Das geht einfach mit einem, also 2 Klicks. Oder auch HTML-Sonderzeichen zu entfernen zum Beispiel, geht sehr einfach. Man kann Zeichenketten suchen und ersetzen. Man kann Spalten splitten, zusammenfügen, irgendwie Daten einfach ganz neu kombinieren. Es ist möglich, einzelne Zellen zu editieren. Kann man machen. Ist aber eigentlich nicht das, wofür dieses Tool da ist. Dann kann man genauso gut irgendwie in Excel arbeiten oder in der CSV direkt. Sondern es geht sehr häufig eben um eine blockweise Ansicht oder Bearbeitung der Daten. Und was ich eben ganz wichtig finde zu betonen ist, man kann auch ohne große Programmierkenntnisse mit OpenRefine APIs abfragen, zum Beispiel an Paywall oder die eigene Repository API. Genau, und jetzt im Folgenden will ich im Schnelldurchlauf einmal 3 Anwendungsfälle vorstellen, wie man OpenRefine im Alltag als Repository Managerin einsetzen könnte. Zum Beispiel, um sich der Frage zu nähern, ob man irgendwie systematische Fehler oder Lücken in den eigenen Metadaten hat. Das heißt, was könnte man tun? Man lässt sich von der Administratorin des Vertrauens oder weil man Adminrechte hat, also einen Datenbankabzug machen, oder man hat Adminrechte und kann selber einfach eine CSV erstellen. Sowas wie die zweitveröffentlichten Artikel der letzten 6 Monate. Dann hat man eine CSV-Datei, kann die in OpenRefine öffnen, bekommt eben diese spaltenhafte Darstellung und kann anfangen, sich zum Beispiel mit Suchfiltern, mit Textfiltern oder mit diesen Facetten den Daten zu nähern. Kann erstmal gucken, welche Spalten gibt es, sind alle Pflichtfelder prinzipiell vorhanden, die man so braucht, also Spalten im Sinne von Pflichtfelder, Spaltennamen, die dann Metadatenfeldern entsprechen und haben die auch alle wirklich einen Sprachtag zum Beispiel? Also gibt es womöglich Datensätze, wo zwar ein Titel angegeben ist, aber die Angabe zur Sprache des Titels fehlt. Das wäre so ein Beispiel. Ja.
Genau, und mit diesen Textfazitten kann man sich dann so spaltenweise vorarbeiten. Man könnte die Spalte, es gibt dann eine Spalte Autorinnen, und da sind ja sehr häufig mehrere natürlich genannt. Vielleicht will man prüfen, ob der Autorenname immer gleich geschrieben ist. Dann kann man eben eine Spalte in Subfelder untergliedern und darüber facettieren, um dann zu sehen, aha, hier gibt es unterschiedliche Schreibweisen, mal mit einem Zusatz, also noch ein Martin T. Horsch oder nur Martin Horsch. Und wenn man das angleichen will, kann man das darin ganz schnell machen. Genau, man kann, sagen wir mal, wir würden noch Funding-Angaben aus irgendwelcher Open Access-Finanzierung zum Beispiel ergänzen wollen am Blog. Dann kann ich das sehr schnell machen, indem ich eine neue Spalte anlege und eben systematisch diesen Wert eintrage, was auch immer eingetragen werden soll. Und ich kann dann wiederum zum Beispiel mit diesem Feature, dass man nur, dass man Custom-Export macht, also nicht alles exportiert, sondern nur das, was man braucht, zum Beispiel nur die Spalten, die korrigiert wurden und korrigiert werden sollen im System, dass man nur die exportiert. Das wäre ein Szenario. Und wer sich das nicht so richtig vorstellen kann, ich habe die Folien auf Zenodo hochgeladen, aber dort sind auch so kurze Screencasts. Also keine technisch tolle Produktion, sondern wirklich nur ein Screencast von, was sind so einzelne Schritte, wie kann man sowas machen. Anwendungsfall 2. Man möchte rausfinden, ob Artikel aus der zentralen Open Access Finanzierung bereits im Repositorium archiviert sind. Also wahrscheinlich werden Sie das auch fast alle machen, dass das, was aus den Fonds oder über bestimmte Verträge finanziert wird, Open Access, dass das auch im Repository archiviert wird. Entweder man hat irgendwie so einen Zugang über DeepGreen oder nutzt andere Features. Auf jeden Fall kann das eben vorkommen, dass man Teile schon hat und Teile noch nicht und vielleicht prüfen möchte, welche Artikel noch fehlen und noch mit archiviert werden müssen. Könnte man zum Beispiel einen Datenexport machen aus so einem Verlags-Dashboard, also zum Beispiel den Deal-Dashboards, könnte diese Daten in OpenRefine importieren und dann eben die interne Restschnittstelle von dem eigenen DSpace-Repository abfragen, indem man einfach feldspezifisch nach der Verlags-DOI sucht. Das geht tatsächlich mit einem Befehl und ein bisschen Wartezeit, je nachdem, für wie viele Datensätze Sie das machen. So, weiß nicht, meine Erfahrung ist so 100 Datensätze, 30 Sekunden oder sowas. Also schnell, will ich sagen. Ja, sehr viel schneller, als jede Hilfskraft einzeln nach Verlags-DOIs suchen kann über die Benutzungsoberfläche. Genau, und dann hat man erstmal JSON-Daten von der REST-Schnittstelle, also im JSON-Format, und kann anfangen, diese Daten rauszuziehen mit die OpenRefine-Funktion und kann die aber dann auch eben einzeln oder auch zusammengefasst mit verschiedenen anderen Daten sich rausziehen. Genau, also hier sieht man das hoffentlich zumindest in den vorderen Reihen, dass hier mehrere Elemente, mehrere Felder zusammengeklebt sind in einem Feld. Denn mich interessiert eigentlich nicht nur, ob eine DOI da ist, sondern auch, wann wurde diese Publikation bei uns im System archiviert und ist mit dieser Verlags-DOI irgendwie verknüpft. Und was ist das für ein Dokumententyp, der dahinter steckt? Es könnten ja zum Beispiel auch sein, dass es Forschungsdaten sind, die irgendwie verbunden sind mit einer Verlags-DOI, aber es ist noch gar nicht der Artikel, der archiviert wurde. Ne? Da muss man aufpassen und seine eigene Datenstruktur auch kennen, um zu wissen, welche Daten muss ich wo rausziehen. Genau, das ist. Es gibt auch dafür, wie gesagt, so ein Screencast auf Zenodo, wer da gucken möchte, wie man da vorgehen kann. Und fast zum Ende, Anwendungsfall 3. Unpaywall hatte ich vorhin schon genannt, das ist ein Open Access Discovery Dienst, also ein Webservice, ein freier Webservice, mit dem man den Open Access Status von Publikationen im weiteren Sinne tracken kann. Und was sie unter anderem machen, sind eben Repositorien zu indexieren, um eine Zuordnung zu ermöglichen zwischen, das ist die Verlagsveröffentlichung, die ist vielleicht noch Closed Access, und dazu gibt es in Repository XY eine freie Version, um dann zum Beispiel Browser-Plugins für Menschen anbieten zu können, um es zu erleichtern, eben solche Repository-Versionen zu finden, wenn sie auf eine Paywall stoßen. Oder, und das ist dann vielleicht nicht ganz so sehr für Menschen, sondern eher für Maschinen, es gibt Schnittstellen, die man abfragen kann, um eben dann statistische Analysen zu machen, zum Beispiel zu sowas wie ist der Open Access Anteil
einer Institution. Genau, also was könnte man jetzt machen, um zu gucken, wird mein Repository auch ordentlich indexiert? Ich könnte wieder einen Datenbankabzug anfragen oder einen CSV-Export meiner Daten machen, das in OpenRefine importieren, das ist immer das Gleiche, Sie sehen schon, und dann mit der Verlags-DOI diesmal an Paywall abfragen. Und dann wieder die, auch da kommen JSON-Daten zurück und auch dort die JSON-Daten, was auch immer einen interessiert, da rausziehen und auf die Weise, die man eben braucht, zusammenziehen. Das kann dann ein bisschen komplexer werden in der Art und Weise, wie man das rauszieht, aber es gibt wirklich, also einfach komplexer im Sinne von, wenn es mehrere Elemente gibt, muss man halt einen Loop machen, aber auch dafür gibt es relativ einfache Unterstützung von OpenRefine und der eingebauten sogenannten Google Regular Expression Language oder irgendwie sowas, die eben hilft, solche Programmierlogiken mit abzubilden, ohne dass man aber komplette Skripte schreiben muss, ja, wo man einfach nur einzelne Befehle ausführen muss und ein bisschen Programmierlogik verstehen, ohne ein ganzes Skript schreiben zu müssen. Auch hierfür ein Screencast online und hier nur ein Beispiel, das man wahrscheinlich hinten nicht mehr sehen kann, wie man diese einzelnen Subfelder, die von Unpaywall zurückkommen, zum Beispiel für die Kategorie Best, das ist die beste Open Access Version, die Unpaywall gefunden hat. Da gibt es dann immer verschiedene Subfelder, die Unpaywall hat, sowas wie auf welchem Repository liegt das, was ist die URL, unter welcher Lizenz ist das verfügbar und so weiter. Und diese Infos sind ja alle irgendwie interessant und will man sich vielleicht alle zusammen rausziehen. Und das kann man mit OpenRefine sehr gut machen. Das war's. Ich hoffe, das gibt einen kleinen Einblick und wie gesagt, es gibt diese Screencasts, die, glaube ich, die Abläufe ein bisschen besser zeigen, als man das so versprachlichen kann in einem Vortrag, wenn man nicht gerade vor einem Rechner sitzt und es jemandem hands-on neben sich zeigen kann. Es gibt online wahnsinnig viel Material, um sich mit OpenRefine bekannt zu machen. Es gibt viele Einträge auch bei Stack Overflow, wenn man mal ein Problem hat, das werden Sie alle kennen aus dem Programmierumfeld. Kann man immer mal fragen und da kommen auch viele gute Antworten. Es gibt unzählige Tutorials und ich habe drei, die ich besonders gut fand, hier gelistet. Und es gibt auch ein älteres Handbuch von 2013, was aber immer noch einfach, finde ich, sehr gut ist als Einstiegswerk. Da werden bestimmte Funktionen, die jetzt in den letzten Jahren hinzugekommen sind, noch nicht vorgestellt. Aber für den Einstieg, um grundsätzlich zu verstehen, wie das funktioniert, finde ich das sehr gut geeignet. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Applaus